Hallo, was machen Sachen? Ja, heute stelle ich euch ein neues Programm vor, das nennt sich Magic Mirror. Wie ihr seht, nutze ich es auch gerade. Ich finde, es ist eine coole, interaktive Sache. Man kann halt, ja, wie ihr seht, Tastatur und Maus schon mal bedienen. Später werden wir halt auch ein Gamepad und so weiter hinzufügen. Also es ist wirklich echt ja, eine coole Sache. Was ich auch schön finde, es ist auch für Leute gedacht, die jetzt nicht unbedingt eine Kamera haben. Es ist eine Idle-Animation drin, die man ein bisschen bearbeiten kann. Und man muss halt nicht unbedingt eine Kamera haben, dass das halt alles funktioniert. Und dadurch, dass man halt jetzt Tastatur und so weiter bedienen kann, ist halt auch Interaktion vorhanden. Das wirkt nicht so steif. Wie gesagt, das ist eine Idle drin, es wenigstens aussieht, als würde der Charakter atmen. Was ja auch eine schöne Sache ist. Ja, der eine oder andere, der halt nicht unbedingt eine Webcam zu Hause hat und das trotzdem mal ausprobieren möchte, hat halt oft das Hindernis, ja, wenn ich jetzt irgendein anderes Programm nutze, ist das ja sehr steif, weil man bewegt sich legit einfach nicht. Hier hat man wenigstens diese Atmung drin, also ein bisschen was ist vorhanden und dadurch, dass ich halt mit Tastatur und so weiter interagieren kann, wirkt das alles doch intuitiver. Wir werden gleich mal durchgehen. Ich zeige euch so die Basics. Ich kann euch leider nicht alles zeigen, weil mir auch ein paar Sachen fehlen. Ich habe jetzt zum Beispiel kein Handy, auf dem halt eine vernünftige Gesichtserkennung läuft. Es gibt eine bessere Gesichtserkennung als über Webcam. Die funktioniert halt mit neueren Handys, mit einer Gesichtserkennung. Meins hat das nicht. Also kann ich es nicht testen, kann ich es euch nicht zeigen. So fair möchte ich sein. Also was ich euch nicht zeigen kann, erzähle ich euch auch. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Ich wechsle kurz auf dem Desktop. Wir haben einmal das Programm an sich, wenn es geöffnet ist, einmal unser Fenster mit den Einstellungen und einmal hier unseren Charakter. Seht, ich habe den Charakter schon als Overlay drin. Also es ist jetzt kein Overlay in OBS. Das ist nicht unbedingt nötig. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr kriegt halt dieses Fenster, das ihr halt überall drüber legen könnt, was halt ultra praktisch ist. So, gerade für Videos finde ich halt wesentlich angenehmer so zu machen, weil ich hier sehe, was passiert auf dem Bildschirm. So, und wichtig, ich habe Version 1.7.ob. Ich sage das jetzt nur mal dazu, weil es gibt halt immer wieder Kommentare, die ich gesehen habe. Ja, ich habe das und das gemacht, aber das funktioniert in der neuen Version jetzt nicht. Ja, also ist aktuell diese Version. Potenziell können sich Sachen ändern, wenn ihr Videos später guckt. Deswegen achtet da ein bisschen drauf, welche Version das ist. Ich sage es jetzt in jedem neuen Video dazu, welche Version ich habe. Wenn sich was ändert, versuche ich abzudaten in den Kommentaren, wenn ich sehe. Das ist so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Neue Versionen gibt es neue Features. Fortschritt halt, passiert. So, ihr werdet ja gerade wahrscheinlich erstmal keinen Charakter drin haben, ihr habt, sondern erstmal ein grünes Fenster, die Tastatur und das Game und das Mauspad. Ich will Gamepad sagen, ist kein Gamepad. Wir haben zwei Versionen, wie ihr euch einen Charakter holen könnt. Einmal direkt vom PC, was die einfachste ist. Zack, wird's grün. Da könnt ihr halt einfach euren Charakter reinladen, den ihr auf eurem PC habt, der euch ist. Es gibt aber auch die Option, wir können from VoIP Hub auch direkt was runterladen. Es gibt einige Charaktere, die sind freigegeben. Wichtig ist, wenn ihr Charaktere nutzt, die nicht euch sind, gebt bitte in der Beschreibung an, dass halt, wie gesagt, besagte Charaktere nicht von euch sind und dass Person A, B, C, D die erstellt habt. Seid so fair. Das machen wir, weil es ist ein bisschen komplexer, wie ich öffne nur eine Datei. Wir hören es einmal auf. Lasst euch nicht davon stören. Wir machen jetzt erstmal hier ein Fenster auf. Das öffnet sich. Wir müssen erstmal unser Login. Ja, achso. Ja, ich logge mich kurz ein. Wir haben uns jetzt angemeldet. Wir kriegen einen Link. Da müsst ihr drauf drücken. Dann kriegt ihr einen Code. Nicht wundern, ich mache einen Balken drüber. Weil aus Gründen. Das ist ja ein Link für mich, den soll ja kein anderer nutzen. Also, ihr kriegt irgendwie Kauderwelsch an Zahlen. Ihr seht jetzt erstmal nur einen Balken. Den müsst ihr kopieren. Der kommt da rein. Login. So. Ich bin in meinem Account drinne. Ich habe auch meine Charaktere natürlich drinne. Ich habe Charaktere, die ich irgendwann mal geliked habe. Halt, ich habe testweise mal diesen Charakter geliked und geguckt, ob es funktioniert. Und dann haben wir Pickup, wo wir halt uns random Charaktere aussuchen können, die halt freigegeben sind von der Community von VoIP. Okay, mehr Laden funktioniert gerade nicht. Nehmen Sie. Ihr könnt hier auch gucken, was ist erlaubt? Avatar Use, also darf man ihn benutzen? Ja. Gewalt? Ja. Sexuelle Akte sind auch erlaubt. Wichtig für Leute, die bei Twitch und YouTube Geld verdienen. Das ist sehr wichtig für euch. Es ist erlaubt, halt der Geld mit diesen Charakteren zu verdienen. Selbst wenn hier steht ja und hier steht nein, dürft ihr es nicht haben. Wir dürften diesen Charakter halt auch bearbeiten für uns, aber wir dürften die bearbeitete Version halt nicht weiterleiten. Und hier steht sogar Attribution, also Namensnennung,
ist hier nicht notwendig, also müsstet ihr es nicht. Oft steht halt wirklich, ja, ist notwendig. Müsst ihr das Häkchen setzen, ihr habt das gelesen und dann Download. Ich habe jetzt halt auch natürlich einen tollen Charakter ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die japanischen Schriftzeichen in den Text kriege. Also wird schon irgendwie gehen. Der hat sogar einen Hintergrund drin, der Charakter. Das hängt mit dran, ist ja eine coole Sache. So, okay. Das hab ich euch gezeigt. Das ist alles ein bisschen komplizierter, wie halt sagen, okay, ich lade einen File von meinem Computer da direkt rein. Wo ist ihr denn? Da, Lucy. Dann kriegt ihr nämlich nur dieses Fenster, was halt wesentlich übersichtlicher ist. Es ist nur für mich nutzbar und das ist nicht erlaubt. Was halt sich negiert, weil ich bin einziger Nutzer. Ich darf entscheiden, wie ich den Charakter nutze. Ja, so viel dazu, wie man Charakter reinkriegen. Ich wollte euch halt einfach das Load from Reward Hub zeigen, weil, ja, das ist auch ein bisschen komplizierter gemacht, wie es sein soll. Und halt auch nochmal, ich wollte immer drüber reden, wenn ihr Charaktere nutzt, die von euch sind. Ich habe jetzt halt die A-Karte gezogen, um zu überlegen, wie kriege ich japanische Schriftzeichen bei mir in den Text. Ich habe das noch nie gemacht. Irgendwie wird das schon gehen. Falls irgendwas schief läuft, ihr könnt hier einfach auf Standard zurücksetzen. Das machen wir jetzt einfach mal, um euch zu zeigen, wie stelle ich alles ein. Also das ist die Standardansicht. So steht euer Charakter eigentlich immer da. Ihr könnt hier eine Sprache einstellen. Ihr könnt wählen zwischen Englisch und Japanisch. Wir bleiben bei Englisch, weil Japanisch kann ich nicht. Was man vielleicht gemerkt hat. Und wir können einstellen, möchtest du das Programm immer starten, wenn Windows startet? Ich finde das jetzt ein bisschen unpraktisch. Ich will ja nicht immer direkt Videos machen oder streamen, wenn der Computer an ist. Ich lasse das aus. Vielleicht ist der ein oder andere von euch, der das braucht. Wir haben ja auch Screenshots, die können wir machen. Und halt direkt auch Verbindung zum Folder, wo sie hinkommen. So. Auch mal eine coole Sache, der eine oder andere macht ja gerne Fotos. Und generell, wenn ihr irgendwas speichert, könnt ihr das hier auch drüber machen. Da könnt ihr die Szene speichern und so weiter. Funktioniert genauso wie Screenshot, speichern, laden, also das sollte funktionieren. Wir können auch exportieren und importieren. So, bevor wir hier weitergehen in die Settings, wo wir halt unseren Charakter, unsere Darstellung halt, wie soll der Charakter jetzt dastehen und so weiter machen, gehen wir erstmal in Streamings, weil das ist alles ein bisschen einfacher. So, sagt, ihr habt dann noch grün, so ist er weg. Weil ihr Griff hier drückt. Ja, und er ändert auch so komischerweise immer ein bisschen die Position. Fällt euch das auf? Guck mal, mit Greenscreen ist es ein bisschen kleiner als ohne. Das hat mich am Anfang total verwirrt. Ihr könnt auch, wenn er nicht transparent ist, einen Hintergrund einfügen. Also hier einfügen und hier wieder wegmachen. Ja, ihr könnt auch einstellen, wenn transparent, können wir den Charakter trotzdem ziehen. Also ich kann hier, flieg. Genau, sagen, nee, möchte ich nicht. Dann könnt ihr das nicht mehr machen. Je nachdem, wie es euch beliebt, dürft ihr das machen, wie ihr wollt. Ich mag es lieber, wenn sie ziehbar ist, weil ich sie halt immer wieder anders positioniere, weil ich kann mich nie entscheiden. So, jetzt wollen wir unseren Charakter ein bisschen Leben einhauchen, über Lip-Sync und Face-Track. Wichtig ist hier, wenn ihr das normale Face-Track nur habt, wird Mund nicht mit beachtet. Also der guckt wirklich nur, wo ist euer Kopf geneigt und da bewegt er den Hint. Nach Mund und so weiter wird nicht geschaut mit der normalen Version. Dafür braucht ihr halt die bessere Version, die übers Handy geht. So. Aber man kann ja halt ausweichen. Wie gesagt, Lip-Sync über Mikrofon. Ihr könnt ein Mikrofon hier auswählen. Ihr könnt einstellen, wie viel. Was ich irre praktisch finde, ihr könnt auch anzeigen, wie laut das ist. Komischerweise muss bei mir halt komplett auf Anschlag sein, weil sonst funktioniert das nicht. Ich weiß nicht warum. Kann an meinem Mikrofon liegen. Kann an dem Programm an sich liegen. Aber normalerweise würde man sehen, ja, es geht hier rauf und runter. Also wenn ich das ein bisschen leiser mache. Ja, wenn ich das ein bisschen leiser mache, mache ich es zu leise. Wie ihr seht, so funktioniert halt, man sieht es, aber mein Charakter reagiert nicht so stark darauf. Ich weiß nicht, ob es an der Version an sich liegt oder halt einfach nur an meinem Kack-Mikrofon. Oder an beidem, wer weiß, bin mir da nicht so sicher. Unter unserer Lip-Sync haben wir unsere Face-Track, also unsere, ja, Gesichtserkennung nenne ich es jetzt trotzdem. Man kann sie ausmachen. Und wie ihr seht, wir haben eine kleine Eile drin, sie bewegt sich trotzdem, obwohl halt nicht nach Kamera geguckt wird. Das finde ich eine super Sache, wie gesagt, hat nicht unbedingt jeder eine Kamera. Ich kenne jetzt ein paar Leute, die sagen, ja, ich möchte das ja gerne mal ausprobieren. Aber ohne Kamera ist das ja doch ziemlich langweilig, weil der Charakter steht da steif und macht halt nichts. Und hier haben wir halt eine Eile drin, wenn halt keine Kamera ausgewählt ist. Sie bewegt sich ein bisschen vor und zurück und atmet, das ist alles ganz nice. Machen wir an. Auch hier wieder, welche Kamera wollen wir natürlich nutzen? Ich habe nur eine, also nutze ich die. Macht Sinn. Und jetzt bewegt sie sich halt wieder mit mir mit.
Ja. Es gibt einen High-Power-Mond, der ein bisschen genauer ist, braucht halt wieder deutlich mehr Leistung. Ich habe deswegen ausgeschaltet, weil es funktioniert ja auch so ganz gut. Wie gesagt, es wird ja nur geguckt, wo ist der Kopf und wird nicht nach Gesichtserkennung und so weiter geguckt. Also reicht das an für sich erstmal aus. Es gibt hier noch eine Sache, die finde ich an für sich, die Idee ist interessant, sie funktioniert nur leider nicht für mich. Enable Image-Based Hand-Tracking, also aktiviere bildbasierte Handbewegung. Weil wenn ich das anmache, meistens sagt sie dann einfach nur Hallo. Oder auch gar nicht. Ja, wie gesagt, die Hände gehen halt hoch, auch wenn ich halt still an meinem Computer sitze. Sagt, für mich funktioniert es nicht. Vielleicht habt ihr eine bessere Kamera oder ein besseres Setup, wo man halt tatsächlich da was draus machen kann. Bei mir hebt jetzt ab und zu mal das Pfötchen. Wie gesagt, ich sitze hier komplett still an meinem PC, habe Hände auf Maus und Tastatur. Soll ich das auch zeigen? Und zack, sie winkt. Macht sie gleich nochmal? Nö, jetzt nicht mehr. Okay. Ich sage, für mich funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es ja für euch. Vielleicht habt ihr einfach eine bessere Kamera oder Setup und das tut tatsächlich das, was es tun soll. Ich wollte es euch aber unbedingt gezeigt haben. Ich sage, probiert es aus. Wenn es geht, geht. Wenn nicht, ja nicht. Falls euer Charakter wieder abhaut, könnt ihr auch wieder hier Position kalibrieren. Da solltet ihr natürlich in die Kamera gucken, weil sonst weiß sie ja gar nicht, was sie kalibriert. So, es geht einen kurzen Moment und dann läuft es wieder. Dann könnt ihr hier Look at, also schaue nach. Wir können auf die Maus schauen, wo sie halt einfach, ja, wo ist das Vögelchen? Wo ist die Maus? Meistens habe ich es auf User stehen, also sie schaut bei mir meistens die Kamera. Wir können auch nennen. Je nachdem, wie sie dann positioniert ist, guckt sie halt dann irgendwie ins Leere. Aber ich habe meistens meine auf User gestellt, sodass sie halt euch anguckt. Ich glaube, das wirkt ein bisschen schöner. Ist halt Präferenz, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Jetzt haben wir den nächsten Reiter Emotions. Wir können sagen, Hands down, also Hände nach unten. Wir können ja was sagen, okay, du machst jetzt halt eine bestimmte Aktion. Du machst eine Präsentation, dann zeigt sie. Da lang. Sieht ein bisschen komisch aus, weil der Finger so komisch knickt. Wir können auch was sagen hier, ich zeichne was, halt für Künstler ganz praktisch. Sieht ganz cool aus. Wir können auch sagen, ja, du kriegst gar nichts. Du machst nichts. Dann bewegst du dich halt nicht. Default ist halt einfach Tastatur und Maus. So. Für alle Gamer, wir haben auch eine Gamepad-Motion, also wir können einen Controller tatsächlich nutzen. Dazu müssen wir natürlich erstmal, wir werden mal das los, machen wir den hier hin. Wir haben einfach mal den normalen Controller. Es muss natürlich ein Controller eingesteckt sein und dann können wir. Geht halt mit der Bewegung. Also es wird nicht geguckt, ob der Controller sich neigt. Also es geht tatsächlich nach den, ja, wo drückt ihr drauf, so bewegt sie sich. Geht natürlich auch, falls ihr halt einen Arcade-Stick habt. Funktioniert auch halt. Wir können halt auch den Controller so benutzen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. So. Wie ihr gerade eben gesehen habt, mal wieder Default, ich habe ja einen Blästig-Controller. Könnt ihr hier einschalten, was möchtet ihr eigentlich sehen? Möchtet ihr ja Keyboard und Pad, also Pad ist für die Maus. Möchtet ihr, dass ihr den Stift hält, wenn ihr den Tablet-Modus nutzt? Das hier, müsst ihr den Stift halten oder nicht? Soll sie so? Also ich finde es mit dem Stift irgendwie schöner, ist angenehmer. Na, dann wieder Default. Gamepad natürlich ein- und ausschalten. Und ihr könnt, wer will, einen Schatten einfügen. Ich persönlich mag den Schatten nicht, er irritiert mich, aber wie gesagt, das ist eure persönliche Sache. Wir haben auch einen Wind. Ich habe bei mir immer so ein bisschen Wind an, der wirkt irgendwie natürlicher. So ein kleiner Wind. Was auch cool ist auf der Tastatur, momentan tippt sie ja nur drauf. Wir können auch sagen, ich möchte hier einen coolen Effekt haben. Ich möchte, dass Buchstaben hier gegen fliegen. Je nachdem, was ich drauf drücke, fliegt der Buchstabe durch die Gegend. Haben wir auch mit Lichteffekten. Den haben wir dann auch hier bei der Maus. Oder sagen hier, ich möchte Schmetterlinge. Warum auch nicht? Ich mache es bei mir aus, weil ich bin jetzt nicht so Fan davon. Wir haben hier eine Kamera, also wir können unseren Charakter natürlich anders positionieren. Wir müssen dazu die freie Kamera anschalten. Auf Alt- und Rechtsklick können wir sie dann rotieren. Je nachdem, wie wir es stehen haben wollen. Ich mache sie jetzt so ungefähr, ja, mal so seitlich. Ja, so. Ja. Wir können verschiedene Positionen speichern. Wenn ich sage, okay, ich möchte, dass sie diese Position behält,
dass ich immer wieder darauf zurückkomme, egal was ich anstelle, ich kann sagen, Quicksave auf 2 Inhalte überspeichern. Und sobald ich dann halt auf Load drücke, zack, zack, habe ich meine Position geändert. Würde halt noch mehr auffallen, wenn ich sage, okay, machen wir von hinten, weil, keine Ahnung, weil Twitch. Zack, zack. Weil es irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, man kann verschiedene Einstellungen einstellen, wie man das möchte. Ich glaube, dieses von oben ein bisschen hat mir gefallen. Ich glaube, das lasse ich so. So ein bisschen nur. So, okay, egal. Genug eingestellt, bisschen gespielt. Wie gesagt, ihr könnt auch halt wieder hier auf Startposition zurückkehren. Ich speichere das nochmal kurz als 1. Wir können ja nicht nur die Position von ihr ändern, wir können natürlich auch Position von unseren ganzen Gedöns hier ändern. Haben wir im Free Layout. Ihr kriegt wieder euren grünen Hintergrund zurück und dann könnt ihr hier sagen, okay, ich möchte das hier bewegen. Sagt hier sogar. Ist ein bisschen, ja. Man muss ein bisschen reinkommen in 3D. Wenn sie einer schon mal Blender, Maya etc. genutzt hat, der kommt hier vielleicht da rein. Wir haben hier einmal Position, also einfach den Ort der Sache ändern. Wir können es rotieren lassen. Naja, ja, so ein bisschen Primelarbeit. So, ja, ich breche hier kurz das Handgelenk. So. Natürlich dann immer wieder testen, indem ihr halt Sachen drückt, ob das auch okay aussieht. So. Und natürlich können wir sagen, okay, ich möchte Sachen kleiner oder größer haben. Ja, das wäre so quadratisch gern. Auch hier die Koordinaten, die sind jetzt hier ein bisschen komisch. Das ist, sind die lokalen Daten, also diese Hebel hier. Diese Hebel hier, die richten sich halt nach der Position unseres Assets, also unserer Sache. Wir können auch sagen, ja, World. Dann gucken sie halt nach den, ja, nach den Weltkoordinaten. Je nachdem, wo es hin soll, müsst ihr das eine oder das andere nehmen, wie es halt leichter für euch erreichbar ist. Immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem. So, ich glaube, so ist okay. Und wir haben das Gamepad. Ja, dann sollten wir vielleicht reintun. Dann könnt ihr sagen, okay, ich mache das groß. Aber der kleiner. Diese klein. So. So ist eigentlich okay für mich, finde ich. Vielleicht ein bisschen. So. Man möchte sie auch sehen. Es ist eigentlich ein bisschen größer, wie es in realem Leben ist, aber es lässt sich halt so schöner sehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für alles andere, was wir drin haben. Wir können sagen, okay, den Pen-Tablet, den drehen wir auch mal ein bisschen. Vielleicht soll der ja auch ganz hier vorne sein. So könnt ihr dann halt einstellen, wie, ja, so könnt ihr dann halt einstellen, wie soll wo was stehen. Ja, und wenn ihr dann alles fertig habt, ihr möchtet ja euren grünen Hintergrund da wieder weg haben. Meistens wollt ihr das. Aber einfach Häkchen weg. Und jetzt ist der fest, jetzt lässt sich auch nichts mehr verschieben. Jetzt bleibt alles da, wo es ist. Ja, so. Und das letzte gibt ihr an, was ist jetzt das Primäre, wonach geguckt wird? Ihr habt mehrere Sachen aktiviert. Wonach soll sich der Charakter am meisten richten? Also ich habe bei mir Keyboard, weil das tut sich am meisten. Wenn ihr viele Spiele spielt, könnt ihr sagen, okay, egal was passiert, guck erst bitte auf das Gamepad, bevor du irgendwas anderes tust. Ja, aber das ist dann nach euren Präferenzen, was ihr halt meistens braucht. So, gehen wir mal kurz zum X-Tracker. Den kann ich leider nicht nutzen. Wie gesagt, ich habe halt kein Handy, das ja, Gesichtserkennung unterstützt. Das können ja die neueren iPhones. Ich habe keinen, also kann ich ihn nutzen. Aber ich möchte es euch wenigstens zeigen oder sagen. Hier könnt ihr noch eine bessere Gesichtserkennung, also wo er dann wirklich auch auf euer Gesicht geschaut wird und halt nicht nur über Audio funktioniert und halt geguckt, ja, wo neigt sich der Kopf hin. Das ist hier vorhanden. Kann hier auch jede Menge eingestellt werden. Wie gesagt, ich kann es nicht nutzen, also kann ich euch dafür nicht erklären. Ich will es ja wenigstens mal genutzt haben, weil ich weiß, worüber ich rede. Es ist ja so ein Schwachsinn, wenn ich erkläre, okay, ich habe ein Tutorial gesehen, ihr müsst das und das und das klicken und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist ja Blödsinn. Also, wie gesagt, zur Not guckt selber oder guckt euch spezifisch Tutorials dafür an. Falls ich mal ja, irgendwie ein Handy kriege, dass das kann, probiere es natürlich aus und mache ein Update, aber momentan ist halt nicht möglich. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so böse. Ich möchte aber auch so fair sein und sagen, ich kann da nicht testen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert.
Ja, vielleicht kann ich einen in die Kommentare reinschreiben, der das mal testen kann. Der halt wirklich ein iPhone hat, das unterstützen kann und sagt, ja, das geht so und so, das hat das und das Problem, das und das funktioniert richtig gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Mal gucken. So. Wir haben ja schon jede Menge eingestellt, aber es ist halt alles so Surface-Level-Shit. Wir wollen ja ein bisschen genauere Einstellungen auch machen. Die können wir hier unter Settings einstellen. Öffnet sich ein neues Fenster. Es ist auch wieder mit mehreren Kategorien. Viele Sachen, die hier schon drin sind, haben wir hier nochmal drin. Wie jetzt unseren wie unser transparenten Hintergrund. Der ist ja auch nochmal drin. Hier können wir eine Hintergrundfarbe auswählen und so weiter. Hier drunter können wir einstellen, wann soll unser Charakter transparent sein. Ich habe es jetzt halt auf Level 2. Also wenn ich drauf zeige, wird sie transparent. Kann er also sagen, ja, nee, das will ich ausschalten. Oder keine Ahnung, ich möchte hier Geist spielen und sie ist immer transparent. Und dann halt, ja, ist aus. Nochmal. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen 3 und 1 ist. Ich lasse halt meistens bei 2. Damit man einfach zeigen kann, ja, hinter mir ist irgendwas. Finde ich ganz praktisch, aber wie gesagt, ihr könnt das ausruhen. Ihr könnt einstellen, wie viel transparent, also bisschen nur oder bin fast weg. Ja, so, Pi mal Daumen passt schon. Und ab und zu speichert auch irgendwas im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ja, dann haben wir hier nochmal die Einstellung zum Gesicht. Da sind wir schon mal durchgegangen. Hier haben wir ein bisschen mehr. Können sagen, okay, forward und also vor und zurück. Bei mir funktioniert das halt jetzt minimal nur, deswegen habe ich ausgeschaltet. Das ist so minimal, das tut sich bei mir nichts. Wie gesagt, kommt auf euer Setup ab. Wenn euer Charakter drauf reagiert und ihr das gut findet, könnt ihr das machen. Meine reagiert eh nicht drauf, also wieso anhaben? Wir haben auch eine Option, Disable Horizontal Flip. Falls sich euer Charakter zu stark bewegen sollte, könnt ihr das einschalten und das tut die Bewegung ein bisschen einschränken. Also falls euer Charakter abhauen will oder so. Wie gesagt, jeder Charakter reagiert anders da, jede Kamera reagiert anders da, muss man ein bisschen einstellen. Bei mir halt auch so minimale Abweichungen, das ist egal, mein Charakter bleibt da, wo er ist. Ja, immer nur eine coole Sache für Leute, die halt keine Kamera nutzen oder eine schlechte Kamera nutzen. Grob gesagt bedeutet das hier, wenn Kamera aus Gründen XY nicht funktioniert, nicht angeschlossen ist, reagiert der Charakter wesentlich besser auf die Lip-Sync übers Mikrofon. Wie gesagt, coole Sache, wenn ihr halt keine Kamera habt oder die halt echt nicht geil funktioniert. Kommen wir zu den Augen. Wir haben auch zusätzlich noch eine neue Einstellung. Blink Adjust bei Head Movement und Lip Sync. Hier wird einfach geguckt, ja, wie bewegst du deinen Kopf, wie sprichst du? Und da wird halt ein bisschen das Blinzeln drauf angepasst, dass es halt nicht so generisch ist. Es wird ein bisschen randomized, wenn man so will. Und hier unten können wir sagen, ja, wir möchten halt irgendwie einen bestimmten Gesichtsausdruck haben. Und ja, manche Sachen funktionieren nicht so gut. Alles, was so einen offenen Mund hat und reden, sieht sehr lustig aus. Fun. Sagt, okay, man hat gerade einen guten Tag, man ist gut gelaunt. Je nachdem, was für Blendshapes ihr habt, werden die genutzt. Wir können auch sagen, okay, ich gucke nach oben, mach Ahegao. Oje, meine Pupillen glitschen durch den Kopf. Ich mache mal wieder Nan. Sagt, je nachdem, was ihr haben möchtet, kann man ein bisschen spielen. Vielleicht habt ihr verschiedene Blendshapes, die ihr da nutzen möchtet für verschiedene Tage. Oder halt, wenn ihr irgendwie in der Stimmung seid, wenn ihr schlecht gelaunt seid, möchtet ihr halt permanent erstmal, ich bin schlecht gelaunt. Kann man ja irgendwie wechseln. Ich habe meistens einen Nan drin, weil, ja. Schönes Feature, ich nutze es weniger, da ich ja generell die Blendshapes seltener nutze, weil ich nicht dran denke, die zu nutzen. Weiter zur Motion, zur Bewegung. Das meiste hatten wir ja auch schon. Wir hatten hier einstellen, was ist vorhanden. So, wir können hier auch die Schulter ein bisschen einstellen, sprich eher unsere Ärmel ein bisschen anwinkeln oder nicht. Ja, Chicken Dance. Du. Ich habe keine Ahnung, wie der Chicken Dance geht. So, das sieht doch halbwegs glaubhaft aus. Wie gesagt, falls ihr hier irgendwas umstellt und sagt, nee, irgendwie finde ich doch nicht geil. Reset, yep. Das ist halt immer nur für diesen kompletten Kasten. Also alles, was ihr resettet, ist halt hier eingegraut. Lass die an mit einfach so. Hier gibt es auch hier ist auch eine der wenigen Sachen, die tatsächlich erklären, was sie tun. Hier gibt es auch eine Option für natürliche Handbewegung, wenn man so möchte. Wenn ihr auf meine Hand guckt, sie zieht so ein bisschen nach, so eine leichte Verzögerung. Soll natürlich wirken. Ich finde es nicht so schön. Ich habe halt diese ja, steifen Bewegungen irgendwie lieber. Ich weiß auch nicht. Ist halt persönliche Präferenz, kann jeder machen, wer will. Auch eine coole Sache halt für Leute, die ein bisschen sicherer leben möchten. Wir haben ja hier eine Tastatur, die relativ akkurat funktioniert. Es gibt so Schlaufüchse, die können tatsächlich lesen, was ihr reintippt, auch wenn halt die Anzahl der Knöpfe jetzt nicht unbedingt die richtige Anzahl ist. Aber sie tippt doch relativ genau. Ja, alles relativ, aber manche Leute sehen das trotzdem. Dann kann man sagen, okay, ich habe hier Random Typing drin.
dann funktioniert das halt nicht, weil die halt woanders da drauf drückt. Ihr drückt auf S und keine Ahnung. Ich drücke immer den gleichen Knopf, aber es werden viele verschiedene ausgedrückt. Wenn ich das aus habe und drücke den gleichen Knopf, drückt sie halt auch wirklich den gleichen Knopf immer und immer wieder. Sagt so manch einer, der kann da tatsächlich lesen, was ihr da tut. Ich werde damit überfordert. So könnt ihr auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, kann keiner abgucken, was ich hier so eintippe. Ich habe das jetzt meistens immer deaktiviert. Falls ich es mal brauche, kann ich sie aktivieren. Ich habe ja das Fenster meistens auf einem zweiten Bildschirm. Da sieht eh kein Mensch, wenn ich da irgendwas drauf rumklicke. Und dann kann ich sagen, okay, ich switch mal kurz durch. Wir können hier einen Pointer-Support machen. Dazu müssen wir mal kurz switchen auf Präsentation. Und dann haben wir hier so einen schönen Kreis um unsere Maus. Da können wir besser was zeigen. Da guckt das Unreal. Irgendwie scheint unser Pointer das zu manipulieren. Ich muss mal kurz Shop Pointer. Geht's jetzt? Okay, der Pointer scheint anscheinend den Hit-Radius ein bisschen zu verändern. Ich würde da ein bisschen aufpassen. Wir können den natürlich auch kleiner und größer machen. Also, wir brauchen es ja gleich nochmal. Wir können ja auch einstellen, ja, wie weit soll sie dem Maus ausstrecken. So einmal lang. Man kann sie halt nur lange zeigen. Ein kleiner, dann ist sie halt genauer. So, wieder zurück. Gleich haben wir auch hier mit unserer Tastatur. Und sagen ja, wo ist jetzt eigentlich dein Gamepad? Und ja, gucken, von oben bis unten, passt nicht ganz. Oben bis unten, ja, so ungefähr. Stimmt. Dann sage, okay, die Hand ist oben. Ja. Wir haben hier eine lustige Sache, die wir einstellen können. Wir können sagen, okay, die Hand ist hier oben. So. Ich habe es auf 3, weil lustigerweise. Ja. Ups. Ich habe das auf 3, weil gerade ihr seht, auf 3 greift sie gerade so durch das Pad durch. Ich finde das irgendwie lustig, habe ich so gelassen. Gleich gilt natürlich auch für unsere Tastatur. Da. Dun, 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 dun. Da habe ich 4. Ja. So. Das nächste, was wir haben, ist unsere Wartemotion. Also einfach die Idle Pose, wenn man so will. Also diese kleinen Bewegungen macht. Ja. Diese minimale Bewegung, die sie fürs Atmen macht. Also, da kann man dann einstellen, wenn wir hier ein bisschen runtergehen. Ist sie ein bisschen angestrengt am Atmen. Wir können hier ein bisschen hochgehen und ja. Wird immer ausschweifender. Wir können auch sagen, okay, wir waren das hier und dann tanzt sie. Wird auch doch wahrscheinlich ziemlich unbequem für sie. So, wir sind runter. Ja, da könnt ihr einfach einstellen, in welchen Intervallen und wie tief soll euer Charakter einatmen. Das hier ist so eine Sache, die würde ich mir für andere Programme auch wünschen, dass man halt einfach so eine minimale Atmen-Idle hat, dass sich der Charakter halt auch bewegt, selbst wenn die Kamera halt nicht gut funktioniert oder es gar nicht vorhanden ist. Ist gerade für Einsteiger bestimmt ein cooles Feature, wenn halt einfach so minimale Bewegungen schon drin sind. Es wirkt dann halt einfach nicht so steif. Mich hatten jetzt auch mehrere Leute darauf angeschrieben, ja, ich habe ja keine vernünftige Kamera und so weiter, das funktioniert ja alles nicht. Das ist ja doof, wenn ich jetzt irgendwas aufhabe. Entweder geht es ja gar nicht oder es ist halt sehr steif und bewegt sich nur der Mund. Ist ja für den Anfang nicht so geil, wenn sich halt nichts bewegt. Das ist halt so eine Sache, die fände ich cool. So, gehen wir mal weiter mit dem Layout. Ja, haben wir, wie gesagt, die Kamera. Wir können hier noch ein bisschen mit der Focal Length ein bisschen spielen. Schön auf die Bubas. Zurück. Wieder ins Bild. So, bin wieder im Bild. Dann haben wir auch wieder hier die Quick Saves. Sind vorhanden. Free Layout ist vorhanden. Auch hier können wir wieder entscheiden, ja, was möchten wir eigentlich an Devices sehen? Keyboard, Pen. Wir haben auch so ein MID-Controller-Gedöns. Habe ich keins, ich kann sie vorführen. Wenn du auf der Tastatur umtippst, nee, okay, der geht nicht drauf. Ist für Leute, die so ein Ding haben, auch cool. Wie gesagt, ihr könnt das hier nutzen. Ihr könnt auch sagen, okay, wieder ein Typing-Effekt. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, hier gibt es eine Note, es gibt die Möglichkeit, seine Sachen zu ändern, also das Pad, Tastatur und so weiter anzupassen. Im Groben tauscht man einfach nur eine Bilddatei aus, aber ich werde jetzt erstmal nicht drauf eingehen, weil das Tutorial ist ja eh schon ziemlich lang. Ich werde es vielleicht so ein einzelnes, kleines Tutorial mal zwischendurch schieben hier. So macht ihr das. So, einmal Effekte. So, das erste, was wir haben, ist hier unsere Qualität von unserem Bild.
Ich habe jetzt High genommen, das funktioniert für mich ganz gut. Falls ihr Probleme habt mit eurem Video, mit dem Aufnehmen oder mit dem Stream, geht ihr halt einmal ein bisschen runter, geht mal auf Low oder Very Low. Ihr verliert halt Qualität, aber dafür läuft euer Stream vielleicht besser. Ich sage wieder, Sache hier ist, jedes Modell reagiert anders da. Meine Lucy ist jetzt nicht so unbedingt das komplexeste Modell, da fällt es nicht so auf, aber wenn ihr halt Modelle habt mit viel, vielen kleinen Details, kann das doch schon auffallen. Aber solange der PC dann dafür läuft, ist das, glaube ich, ein guter Tausch. Wir haben hier Licht. Kommen wir zum Licht. Hier wird es ein bisschen komplizierter. Je nachdem, was für einen Shader ihr auf eurem Modell habt, reagiert ihr anders. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Shader ohne Schattenwurf drauf, weil ich habe meinen Schatten über die Textur drin und noch einen zusätzlichen Schattenwurf über einen Shader fände ich jetzt ein bisschen Overkill. Fand ich für diesen Charakter nicht schön. Es gibt viele Charaktere, die haben natürlich einen Schatten. Lucy jetzt halt nicht. Ich kann tatsächlich nur sagen, okay, ich mache heller oder dunkler. Dunkler, da, Licht geht aus. Ich reagiere aber nicht auf John und Pitch, weil dafür fehlt mir der Schatten. Ich kann ja hier nicht erkennen, wo ist das Licht, wenn ich habe keinen Schatten dafür. Ich kann auch sagen, okay, ich mache halt einfach ein Licht ein bisschen anders. Ja, keine Ahnung, rot. Ich gehe mal ins Blaue rein. Ist für Horrorspiele bestimmt ganz lustig, wenn man sagt, okay, ich spiele ein Spiel mit sehr viel Rot oder so rotem Licht und gehe dann halt hier hin. Und sage, ja, ich habe hier einen roten Schein drin. Aber wieder weiß. Hier haben wir den Schatten, den hatte ich bei mir ausgemacht. Hier könnt ihr einstellen, ja, euren Schatten im Hintergrund. Wie, was, wohin? So, hey, flieg! Ich persönlich mag den Schatten jetzt nicht so wirklich. Aber es ist halt, wenn ihr den mögt, könnt ihr ihn hier reintun. Ich mache ihn einfach aus. So, das nächste, was wir haben, nennt sich Blumen. Ist auch eine sehr lustige Sache, weil man kann leuchten, kann komplett überleuchten. Sieht sehr, sehr faszinierend und verstrahlt aus. Kann auch hier wieder sagen, okay, ich möchte hier irgendwie eine Farbe haben. Es hat hier über ein Overlay drin und hier einfach nur die Farbe an sich. Meistens fällt halt irgendwas Helles auf. So. Nein, nicht Reset, ich wollte es zumachen. Und ich mache es aus. So, für meinen Charakter jetzt super. Ja. So, machen wir erstmal aus. So, das nächste ist Wind. Wind habe ich ein bisschen drin, das seht ihr an meinen Haaren hier, die wuschen so ein bisschen hin und her. Wir können natürlich die Windstärke einstellen. Sehr stürmisch heute hier. So stürmisch, dass meine Bubas mitfliegen. Ich habe halt gerne ein bisschen Bewegung drin. So ist auch okay, so ist ein bisschen Bewegung drin. Hier haben wir wieder unsere Devices. Das nächste sind unsere Devices, also unsere Geräte. Wir fangen mit dem Gamepad an. Ich habe einen DualShock 4, den habe ich hier auch angeklickt, weil wenn er als Option schon vorhanden ist, sollte man den nehmen, weil dann weiß er genau, wo er nachgucken soll. Dann könnt ihr einstellen, ja, in welche Richtung ist der Knopf, wo sie sich neigt, also sich hin und her bewegt. Ich habe halt mir eingestellt, Lean by Stick, also es geht um diese Lehnbewegung. Habe ich bei mir halt bei mir auf der habe ich bei mir halt auf dem linken Stick. Wenn ich den rechten bewege, bewegt sie sich halt nur so minimal. Beim linken geht sie halt vollkommen mit. Kannst du halt natürlich einstellen, ich gehe auf rechts, dann passiert halt, dass ich den rechten Stick bewege. Und links passiert halt, ja, sie bewegt ein bisschen hin und her. Geht natürlich auch für Knöpfe. Aber ich nehme den Stick halt für Bewegung. Ihr könnt natürlich die Sachen auch spiegeln und sagen, wenn ihr nach links drückt, dass ihr nach rechts geht und so weiter. Na gut, das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen, weil ihr könnt ja nicht gucken, was ich mache. Oder halt, wenn ihr nach vorne geht, geht ihr eigentlich nach hinten. Und halt, ja, den MIDI-Controller könnt ihr halt auch nochmal anpassen. Den solltet ihr vielleicht aktivieren, wenn ihr ihn nutzen wollt. Das macht schon Sinn. So, wir sind auch gleich durch. Hier ist nicht mehr viel. Hier gibt es Word Motion, also Wort zur Bewegung. Ist immer ganz lustig. Man hat hier schon unsere Blend-Shapes festgesetzt, einige. Und da kann man sagen, wenn ich eintippe Joy, bin ich glücklich. Ich finde das super. Na, guck mal. Angry. Wenn man es richtig schreibt, funktioniert es auch. Wie wütend. Es hält halt eine kurze Zeit.
Dann fun. Sie glücklich. Alright. Man hat halt keine Shortcuts an sich, man kann halt Wörter eintippen. Man kann auch sagen, okay, wir können selber welche machen. So, wir haben hier einen neuen Tab bekommen. Einmal auf Zahnrädchen und dann können wir erstmal feststellen, ja, was ändert sich jetzt eigentlich? Wir machen Joy mal raus, das haben wir schon. Surprise haben wir, glaube ich, gar nicht. Und dann könnt ihr hier einstellen, ja, wie lange? Wir machen mal 3 Sekunden. Wir machen Name ändern. Ja, was ist das? Okay. Wir haben auch Body Motions, die wir aktivieren können, wenn wir das dann möchten. Wir haben hier 3 Stück, die sind vorhanden. Wir können winken. Rokuku, also sie bewegt die Hände so ein bisschen. Und gut, wir können es ja mal zeigen. Wir machen das mal an, einfach mal an, dass ihr seht, was sie tut. Diese komische Handbewegung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ob sie irgendwas an sich ranholt. Ich finde die ein bisschen komisch, aber ja. Vielleicht können wir die sinnvoll einwenden. Ich verstehe sie halt einfach nicht. Und wer möchte und kann natürlich auch eigens angelegte Animationen hier einfügen. Ich mache keine Bewegung, also es wird nur die Blend-Shape geändert fürs Gesicht. Sobald ich jetzt das eintippe, erschreckt sie sich. Wer sagt, okay, Wörter eintippen finde ich jetzt nicht so geil. Man kann halt auch sagen, ich packe das auf das Gamepad, auf verschiedene Knöpfe. Stelle ich mir beim Spiel ein bisschen kompliziert vor, aber vielleicht, ja, wenn man halt das Gamepad eh neben sich liegen hat, dass man da drauf drücken kann. Oder halt das Numpad. Sagen wir, okay, 2 ist das. So, zack. Dass man da einfach durchgeht. Und natürlich auch mit dem MID-Controller, den ich nicht habe. Deswegen sagt er, hä, was willst du von mir? Ich bleibe bei Wörtern, das finde ich ganz lustig. So, und das letzte, was wir haben, ist Setting Files Control. Ist jetzt ein Feature, das ich für mich unnötig finde, zumal es auf meiner Seite nicht funktioniert. Es kann für euch funktionieren. Es gibt eine Option, wo er sagt, okay, ich möchte einfach automatisch meine eigenen Charaktere. Es ist halt nicht für die Reworld-Charaktere, die von Reworld Hub kommen, sondern seine eigenen Charaktere, die man vom Computer hat, dass man sie halt direkt starten kann, ohne dass man dieses Fenster kriegt. Der ist, darfst du das wirklich machen? Das hat für mich nicht funktioniert. Finde ich auch unnötig, weil man muss ja einfach nur sagen, okay, ja, ist mein Charakter, den Navi nutzen, ist okay. Es ist jetzt nicht so schwierig. Ist vorhanden, ich wollte es euch, wie gesagt, zeigen. Ich will euch möglichst nichts verschweigen. Wenn ich euch was nicht gesagt habe, habe ich es einfach komplett verdattelt, vergessen oder nicht gewusst. Das ist vorhanden, hat für mich nicht funktioniert mit der Nummer. Ich weiß nicht, was das Problem war. Vielleicht weiß es ja jemand anders, wie gesagt. Ich finde es auch unnötig, aber es ist vorhanden, also ich habe es euch gezeigt. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind das komplette Programm durchgegangen. Ich bin alle Details durchgegangen, die ich, wie gesagt, kenne von dem Programm. Ich habe es jetzt auch schon eine Zeit lang genutzt, um es zu testen. Ich bin begeistert von dem Programm. Ich nutze es gern. Ich nutze es jetzt auch öfters in Streams. Ich werde eventuell die anderen Programme auch nochmal so genauer durchgehen. Das letzte Tour, was ich mal gemacht habe, bin ich nicht zufrieden mit. Ich bin ja nur so grob drüber geflogen über 3 Programme. Ich glaube, von Anfang ist es okay, aber so genauere Analyse ist doch schöner, weil jedes Programm hat also seine Ein- und Vor- und Nachteile. Man sollte da vielleicht mal genauer drauf eingehen. Ja, dann danke. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Tutorial.